Warum gab es zuletzt so wenig Videos? Weil ich krank war. Wir haben uns gedacht, bevor man mich einfach nur dabei filmt, wie ich huste und versuche, Auto zu fahren, lassen wir das lieber. Aber wir waren nichtsdestotrotz fleißig und haben ein paar Sachen, die demnächst kommen werden. Eigentlich wollte ich auch mehr von diesen Redevideos machen, weil ich mir dachte, das kann man schnell nebenbei erledigen. Das hat sich jetzt als nicht ganz richtig herausgestellt. Ich versuche aber, dass jetzt in Zukunft ein paar mehr von diesen Videos kommen, einfach so als Updates zusätzlich zu dem, was wir ohnehin schon machen. Bevor ich jetzt zu dem E-Scooter-Thema komme, was im Titel steht, möchte ich noch eine Frage beantworten, die unter dem letzten Redevideo gestellt wurde. Was fahre ich privat? Ich will mich gar nicht zu lange damit aufhalten. Es sind zwei Autos. Mein Alltagsauto ist ein Audi A4 Avant 2 Liter TDI B7 mit 140 PS. Ein guter alter Euro 4 Diesel. Ich habe den seit wie vielen Jahren fahre ich das Auto eigentlich? Seit 9 Jahren. Er hat über 214.000 Kilometer runter. Ich habe ihn mit knapp 70.000 gekauft. Und ich habe vor, ihn noch die nächsten 200.000 Kilometer zu fahren. Mir sind 4 Leute in dieses Auto schon reingefahren und alle sind abgehauen. Also ich hatte 4 Unfälle mit Fahrerflucht. Einmal saß ich selbst drin, da ist mir jemand hinten reingefahren. Dann hat er den Rückwärtsgang eingelegt und ist in die nächste Seitenstraße abgebogen und verschwunden. Das andere waren Parkrempler, teilweise sogar von Lastwagen, die relativ große Schäden verursacht haben. Aus irgendeinem Grund ist dieses Auto ein Magnet für Leute, die gerne Fahrerflucht betreiben. Außerdem fahre ich sehr viel Langstrecke, 400 Kilometer am Stück. Und da ist der Diesel einfach das Beste, was es im Moment noch gibt. E-Auto hin oder her. Das zweite Auto von mir, BMW E30 325i. Baujahr 1990 und 170 PS. 2,5 Liter Hubraum, rein 6 Zylinder. Ich habe ein paar Modifikationen dran gemacht, weil als ich ihn gekauft habe, vor inzwischen 5 Jahren, großer Gott, ist das lange her. Und als ich ihn gekauft habe, war er nicht in dem Zustand, in dem er jetzt ist. Er hatte ein furchtbares Keilfahrwerk aus dem Internet drin, was rausgekommen ist. Und ich habe jetzt eine andere Auspuffanlage und so weiter. Der wäre eigentlich ein Video wert. Mal gucken, ob wir dazu kommen, das zu machen. Ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang darüber erzählen, aber ich will es eigentlich erstmal kurz halten. Denn eigentlich geht es ja um die E-Roller. Ich war von einer Weile in Lissabon und habe, als ich durch die Stadt gelaufen bin, erlebt, was so passiert, wenn diese Roller tatsächlich da sind. Es sind Kickroller, die man mit Fußtritten anschieben muss, aber die elektrisch unterstützt sind. Diese Fußtritte sind nicht permanent notwendig, sondern gewissermaßen als Initiierung des Losfahrens. Sie sind 25 km/h schnell. In Deutschland soll die Grenze wohl bei 20 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen und es soll dann noch zusätzlich andere Roller geben, die sogar noch weiter unten beschränkt sind, mit denen man eventuell auch auf Bürgersteigen fahren darf. Und die man fahren darf, wenn man jünger ist als ein gewisses Alter. Angeblich sollen diese Dinger zur Verkehrswende beitragen. Wenn ich mich ein bisschen mit dieser Problematik beschäftige, dann sehe ich vor allem Miet-Tretroller, die man über Apps wie ein Leihfahrrad quasi ausleihen kann, um dann den Roller als Last-Mile-Vehicle zu nutzen. Was können also diese Tretroller, was die Fahrräder nicht können? Der Verkehrswende-Gedanke, dachte ich jedenfalls, soll doch der sein, dass man ein Verkehrsmittel wie das Auto beispielsweise ersetzt durch andere attraktive Verkehrsmittel. Mein Eindruck, der Roller ersetzt eigentlich nur das Verkehrsmittel der Beine. San Francisco, einer der Ausgangspunkte dafür, wo es gewissermaßen ungeregelt auf einmal losging, das wird in Deutschland nicht so sein, deswegen sollte man sich zumindest in dieser Hinsicht keine Sorgen machen. Aber dann gibt es auch noch Städte wie Paris oder Wien. In Paris sind es beispielsweise 40.000 Elektroroller, die dort im Umlauf sind und da scheint es nicht allzu sehr zu stören, weil es so eine Art allgemeines Verkehrschaos gibt. Und da passen die irgendwie mit ihrer chaotischen Art und Weise rein. In Deutschland soll das Ganze regulierter ablaufen wie in Wien. Wien ist gewissermaßen das Musterbeispiel. Wie diese Regeln konkret aussehen, ist noch nicht ganz klar. Aber ich habe hier einen Zettel, auf dem die Stadt Frankfurt erklärt, wie die für diese Stadt spezifischen Regeln für E-Roller aussehen sollen. Falsch abgestellte oder defekte Roller sollen die Unternehmen binnen 6 Stunden einsammeln und umverteilen. Das erscheint mir durchaus realistisch. In Wien gibt es beispielsweise Aufpasser, die falsch geparkte Roller richtig parken, die kleinere
Defekte beheben, wenn es vor Ort möglich ist. Angestellt vom jeweiligen Sharing-Unternehmen, muss ich dazu sagen. In Lissabon fahren diese Dinger kreuz und quer rum. In Fußgängerzonen, in Parks, auf Gehwegen. Unabhängig davon, dass sie 20 km/h fahren können. In Deutschland soll das zumindest in Frankfurt nicht so sein. Das Fahren in Grünanlagen und Fußgängerzonen, in Parks und am Mainufer ist untersagt. Fahren dürfen die Roller nur auf den vorgesehenen Verkehrsflächen. Technische Einrichtungen in den Fahrzeugen sollen verhindern, dass Roller doch in Grünanlagen oder in Fußgängerzonen benutzt werden. Das finde ich eigentlich gut und richtig. Meine persönliche Erfahrung beim Laufen durch die Stadt ist nämlich, dass die Geschwindigkeitsunterschiede dann doch enorm sind. Und eigentlich ist man als Fußgänger letztendlich der Angeschmierte, wenn man von einem Roller über den Haufen gemäht wird. Abgestellt werden dürfen die Roller nicht auf Radwegen, an S- und U-Bahn-Abgängen und auf abgesenkten Bordsteinen, Zebrastreifen, Blindenstreifen. Jederzeit müssen Fußgänger und Rollstuhlfahrer an abgestellten Rollern vorbeikommen. Dafür müssen mindestens 1,50 Meter des Gehwegs freigehalten werden. Es gibt keinen Anspruch, die Roller in Bus und Bahn mitzunehmen. Die Mitnahme ist nur geduldet. Ich bin diesen Rollern nicht grundsätzlich negativ gegenüber eingestellt, aber es gibt für mich eine nicht unbedingt nur technische oder Machbarkeitsfrage, sondern eine grundsätzliche Notwendigkeitsfrage. Warum gibt es die Dinge überhaupt? Und der Knackpunkt, bei dem meiner Meinung nach das Rollersharing konzeptionell komplett auseinanderfällt, ist folgender. Die Lebensdauer beträgt im Durchschnitt etwa 3 Monate im Sharing-Betrieb. Ich weiß nicht genau, wem das nützt. War nicht auch der Gedanke der Verkehrswende, dass man ökologischer und nachhaltiger wirtschaftet? Und stattdessen werden diese Dinge, und das ist tatsächlich bei vielen Sharing-Anbietern so, nach 3 Monaten weggeworfen. Abgesehen davon, was spricht denn gegen Roller, die nicht elektrisch fahren? Oder gegen Fahrräder? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass es bei dieser Debatte ständig darum geht, Elektromobilität zu fördern. Aber nicht jede Form von Elektromobilität ist grundsätzlich sinnvoll. Wenn ich nur 1 Kilometer in der Stadt zurücklegen muss, oder sogar weniger, kann ich das nicht auch zu Fuß? Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich eher faul sind. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und deswegen denke ich, dass die genutzt werden, weil sie da sind. Ein anderes Verkehrsmittel wird dadurch nicht unbedingt ersetzt. Ich habe eher den Eindruck, der elektrische Tretroller, vor allem im Sharing-Betrieb, ist eine zusätzliche Möglichkeit, die aber nicht unbedingt notwendig ist. Bei aller Liebe für Elektromobilität, man erzeugt hier ein Produkt mit technischem Aufwand, was auch durchaus Auswirkungen auf die Umwelt hat, was man aber nicht lange verwenden kann, bevor es am Ende kaputt geht. Und dann braucht man wieder ein neues und dann stellt man das wieder her und man hat eine CO2-Bilanz, die unterm Strich eigentlich schlechter ist als vorher. Das ist die Verkehrswende. Es gibt noch ein paar andere Ideen, die ich zu diesem Thema habe, andere Verkehrsformen, andere meiner Meinung nach vielleicht auch bessere oder auch schlechtere Alternativen. Wenn ich jetzt nicht unglaublich faul werde in den nächsten Tagen und Wochen, dann werde ich versuchen, weitere solcher kleinen, kurzen Videos zu machen und noch mal ein paar andere Konzepte vorzustellen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, etwas anderes als einen Elektro-Tretroller, etwas, was vielleicht den Stadtverkehr entspannt und gleichzeitig nicht die Individualmobilität einschränkt. Wenn ihr Ideen habt, schreibt das gerne unter das Video. Ansonsten, das habe ich zuletzt vergessen zu erwähnen, besucht unsere Website de.motorone.com. Da gibt es News, Autothemen, natürlich auch die Videos, die wir auf YouTube zeigen, aber noch viel, 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 viel mehr. Das war's eigentlich soweit. Bis zum nächsten Mal.